wie soll man sagen, aus Sicherheitsgründen, aus Schutzgründen. Abenden, Aussprachen. Ja, ich habe auch nur das mitbekommen, was in den Medien war. Ich bin ja, wie gesagt, Seitenstreifen lang. Stimmung ist noch die richtige. GRG. Da war draußen. GRG. Meine Weste für Wehrhaftigkeit und Standhaftigkeit. Das ist mehr als in 90 Minuten in Hoffenheim. Ja. Oh, das ist okay. Dazu muss dann natürlich aber von Ramos. Natur ist bei ihm, Westermann ist bei ihm. Degerik. Ja, Ola John auf der Seite wird schwer gegen Degerik und Fahreberg. Und wenn die Hertha eins kann, dann. Ich erinnere mich da explizit an ein Spiel in Dortmund, wo sie wirklich ja, jede Möglichkeit quasi genutzt haben. Da war es quasi in Vollendung. Das war die Hertha in High-End-Version unter Lugai. Ola John, das kann man jetzt schon sagen, hat nicht seinen besten Tag. Extrem fahrig in der Ballannahme und mindestens. Giacchi. Ganz gefährlich. 0-2. Und Giroud ist nicht in der Lage, Ramos zu verteidigen. Ja, das ist nicht gut verteidigt. Ich meine, da sind noch zwei weitere Hertaner nicht im Abseits und völlig. Jing. Giacchi. Giacchi. Ganz gut verteidigt. Giacchi. Wieder ein ruhender Ball. Wieder wird's gefährlich. Zeigt in Berlin, warum der ASV ihn haben wollte, eins. Aber es gibt halt auch eben nicht diesen einen Grund oder was ganz deutlich ist, sondern ich glaube, das schwebt weiter hinzu. Eine ganze Menge heißt konkret. Naja, wie gesagt, das Ganze geht. Ja, der Anspruch des HSV ist und muss auch ein ganz anderer sein. Das Potenzial. Warten wir mal ab. Gut aufgepasst. Janssen. Oh, Suar legt ihn nochmal zurück. Es ist ruhig aufzubauen, findet kaum die Lücken und dann stoßen sie an. Bester Mann in der Mitte, Pekarik. Heute ist es nicht seine erste Station als Sportdirektor, aber die mit Abstand komplizierteste. Exakt 4 Stunden ohne Treffer. Giacchi chippt. Und ein 0-4 schießt hier sämtliche Laternen aus. Van Berg, auch den hält er im Spiel. Aslan. Çalhanoğlu gegen. Aber es reicht noch nicht für ein Hamburger Crescendo. Kraft. Aslan. Nächster Fehler. Hamburger weit aufgerückt. Und dann geht. Giacchi. Von 3 Mann gestellt.
Chiarchi, Schelbrett, Alagui, Chiarchi, Alagui. Fakt ist, der HSV ist, und er ist immer noch Dino. Und in den irgendwann lässt natürlich auch der Glaube nach, auch an die eigene Qualität. Das spricht eigentlich alles gegen dich. Dann ist es irgendwann schwer, noch selbst dran zu glauben. Und wenn das... Chiarchi, perfekt gespielt, Fahne oben. Wobei es in der Tat keinen Sinn macht, hier Einzelne hinzuhängen. Die Hertha hat es einfach klasse gemacht und im richtigen Moment den Finger mitten rein. Chiarchi geht runter. Überragendes Spiel gemacht. Einmal mehr.